Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Theresa von Sammydolls. In dieser Videoserie werden wir eine Puppe machen mit dem Amelie-Schnittmuster, inklusive der Haare, der Klamotten und der Schuhe. Und die Amelie ist 46 cm groß und kann Klamotten tauschen mit Puppen wie American Girl, Guts, Our Generation und so weiter. Alle anderen Videos in dieser Serie sind unter dem Video verlinkt und du kannst den Link für das Schnittmuster auch unter dem Video finden. Und jetzt geht's los! Wir brauchen einen luftlöschbaren Marker, eine lange Puppenmachernadel, eine Nähnadel, wenn du magst, und Stickgarn für Augen und Mund. Markiere die Augenposition mit dem Stoffmarker. Teile die 6 Stränge des Stickgarns, damit du nur 3 Stränge hast. Du kannst auch 2 benutzen. Führe die Nadel von der Ausgangsposition des Auges zur oberen Mitte des Kopfes hindurch. Benutze dafür die lange Puppenmachernadel. Ich benutze die Rippen und Reihen des Stoffes als grobe Richtlinien, um die Augen zu sticken. Du kannst die Augen kleiner oder größer machen, indem du die Breite und Anzahl der Reihen verringerst oder erweiterst. Du könntest die Augen auch aufmalen und dann um die Markierung herum sticken. Im Moment machen wir uns nur einen groben Überblick darüber, wie man das Auge sticken kann. Und gleich in ganz kurzer Zeit werde ich dann im Detail genau aufzeigen, auch mit einem Diagramm, das ich in stundenlanger Arbeit zusammengestellt habe, wie man denn die Augen sticken kann. Mache das Auge über 4 Reihen breiter oder 5 Reihen, wenn du ein größeres Auge haben willst. Behalte dann die gleiche Breite für 5 bis 6 Reihen bei und verringere sie anschließend wieder. Ich hatte Lust, eine kleine Wimper aufzusticken, aber dieser Schritt ist optional, das musst du nicht machen. Wir beginnen das zweite Auge auf dieselbe Weise wie das erste Auge. Je nachdem, ob du kleinere oder größere Augen bevorzugst, zähle x Rippen vom Ausgangspunkt nach rechts, stecke die Nadel ein und komme eine Reihe darüber und eine Rippe nach links auf der linken Seite des Auges wieder heraus. Für 46 cm große Puppen zähle ich üblicherweise 3 bis 3,5 Rippen nach rechts in der ersten Reihe.
Stecke die Nadel eine Rippe nach rechts und eine Reihe darüber auf der rechten Seite ein und komme eine Rippe nach links und eine Reihe darüber auf der linken Seite des Auges wieder heraus. Wiederhole, stecke die Nadel eine Rippe nach rechts und eine Reihe darüber auf der rechten Seite ein und komme eine Rippe nach links und eine Reihe darüber auf der linken Seite des Auges wieder heraus. Ich hoffe, dass diese kleine Zeichnung oder das Diagramm es etwas verdeutlicht. Behalte nun dieselbe Breite bei für 5 bis 6 Reihen, je nachdem, welche Form du für das Auge bevorzugst. Wenn du das Auge ein bisschen länglicher haben möchtest, dann mach ein paar mehr Reihen auf derselben Breite hier. Und wenn du es ein bisschen kleiner oder runder haben möchtest, dann mach ein paar weniger Reihen. Aber das findest du schon heraus. Es macht auch Spaß, ein bisschen auszuprobieren. Wenn man ganz große Scheu hat davor, die Augen falsch zu sticken, dann kann man sie hinten an der Hinterseite des Kopfes ein paar Mal üben. Das wäre vielleicht ein super Tipp, bevor man sich an die Vorderseite des Kopfes heranwagt. Um die Breite zu verringern, stecke die Nadel in derselben Rippe eine Reihe darüber auf der rechten Seite ein und komme eine Rippe nach rechts auf der linken Seite des Auges wieder heraus. In der nächsten Reihe gehe eine Rippe nach links auf der rechten Seite des Auges und eine Rippe nach rechts auf der linken Seite des Auges etc. Verringere die Breite für 4 oder 5 Reihen, je nachdem, wie viele Reihen du das Auge am Anfang verbreitert hast. Wenn du wieder an der oberen Spitze des Auges angekommen bist, kannst du entweder noch einmal über das Auge sticken oder das Garn zur Kopfspitze hindurchziehen und verknoten. Ich habe mich diesmal dazu entschieden, noch eine kleine Wimper an der Augenseite des Auges zu sticken. Dieser Schritt ist jedoch optional. Und dann ziehe ich das Garn oben an den Kopf hindurch und dann sind die Augen auch erstmal fertig. Ich habe auch zweimal drüber gestickt, weil ich finde, das sieht irgendwie schöner aus. Dann steht alles ein bisschen klarer heraus. Und man kann auch kleine Unregelmäßigkeiten schön verstecken, wenn man noch ein zweites Mal rüber geht. Verknote alle Garnfäden oben am Kopf. Benutze alle 6 Stränge des Stickgarns, um den Mund zu sticken. Stecke die Nadel am linken Mundwinkel ein und ziehe sie zur Kopfspitze hindurch. Fädle die Nadel auf das andere Ende des Stickgarns und stecke die Nadel am rechten Mundwinkel ein und ziehe sie zur Kopfspitze hindurch. Ziehe das Garn so fest, wie du es haben willst und verknote es oben am Kopf. Wenn man etwas doller zieht, dann kriegt man ein bisschen mehr ein kleines Lächeln hin. Und wenn man nicht so doll zieht, dann eben nicht. Und man kann den Mund so breit oder so schmal machen, wie man möchte. Natürlich je nachdem, wie man es denn bevorzugt. Und dann sind wir auch schon fertig mit dem Gesichtchen bis hier. Im nächsten Video schauen wir uns dann an, wie man die Haare machen kann für die Amelie-Puppe. Und ich hoffe, ich sehe dich dann auch wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlass mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!